Hallo, Hallöle. Ja, willkommen zurück hier bei Grounded. Und wie ihr am Titel schon sehen könnt, wir haben jetzt mittlerweile doch tatsächlich alle Werkzeuge. Also wir haben jetzt, ich zeige euch das mal, auch diesen wunderschönen Hammer. Und der hat richtig Power, also der ist wirklich. Dann haben wir unsere zweite Axt, dann haben wir unseren zweiten normalen Hammer. Unseren Bogen hatten wir, glaube ich, ja schon vorher, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und wir haben. Moment. Ah, kurz nach halb sechs, das lohnt sich nicht. Aber wir sehen könnt. Eine andere Base. Ja, aber keine Sorge, die alte besteht auch noch, also die Hauptbase auf dem Baseball. Ich habe hier nur eine zweite eingerichtet, um, wenn ich denn zwischendurch hier bin, damit ich dann hier auch vernünftig pennen kann und auch mal Sachen ablegen kann mit den Kisten und dem ganzen Kram. Und mit diesem schönen Hammer sind auch diese ekligen kleinen Spinnen da unten absolut kein Problem mehr. Das Einzige, was noch ein bisschen ein Problem ist, das ist natürlich die Wolfsspinne. Aber es ist möglich, sie damit umzulegen. Es ist halt nur nicht ganz so einfach. Aber es ist, meine Güte, es ist auf jeden Fall möglich. Es ist machbar. Ja, und die anderen Tiere sind jetzt auch absolut kein Problem mehr. So wie die Stinkkäfer, dann die anderen komischen Käfer, die die Säure spritzen, dann diese oh, Moment, ich muss mal eben, ich hatte hier noch den Ton an. So, das gibt eine Rückkopplung sonst und das ist nie so schön. Ja, wie gesagt, hier dann auch so einige Dinge drin. Ne? Wie ihr sehen könnt. Ja, jetzt warten wir nur drauf, dass die Nacht vergeht. Und dann werden wir uns mal aufmachen in den Sumpf. Denn so langsam können wir uns dann nämlich an die. Na, die ganzen Quests machen. Weil Waffen haben wir jetzt. Alle soweit. Also die, die wir brauchen, die wirklich notwendig sind. Sag ich mal so, ne? Und ja, dann gehen wir so ein bisschen auf Entdeckertour. Damit wir die ganzen Quests auch mal gelöst kriegen und auch die anderen Baumöglichkeiten kaufen können. Denn es gibt ja noch mehr. Wir haben uns schon recht viel. Von den. Ja, hier haben wir auch wieder ein paar freigeschaltet, wie ihr sehen könnt. Das ist auch ganz gut. Und warte mal. Ja, hier sieht man es. Sieht man es besser. Also hier gibt es noch so einige Sachen. Die geht es im Grunde genommen auch schneller. Sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, warum ich mal das andere benutzt habe. Ja, aber hier sind noch so einige leer und da kommt auch noch ein bisschen was zu. Ob das jetzt mit den weiteren Quests schon dazu kommt, das kann ich natürlich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber das schauen wir dann. Wir haben aber auch erst. Jetzt können die Punkte im Moment. Ja, 2500 Punkte. Um es genau zu sein, 2540. Und da fehlen uns noch 2460. Damit wir das dann freischalten können.
Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir schlafen gehen können. Und uns dann zum Sumpf aufmachen können. Da muss ich auch noch mal eben gucken. Ja, wie seht ihr, ich habe schon einiges aufgedeckt. Nur ich weiß jetzt nicht genau. Das ist die Cola. Das ist unser Baseball. Unsere Heimatbasis quasi. Ja, ist jetzt fraglich, welcher Sumpf? Sumpf? Welcher Sumpf? Fraglich, welcher Sumpf da jetzt mit gemeint ist. Aber das werden wir dann. Schon noch rausfinden. Das wird nicht so das Problem werden. Das wird nicht so das Problem. Spiel ist das. Dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Ja, und wie gesagt, mit der zweiten Axt können wir jetzt auch endlich die Bäume da unten alles fällen. Haben dadurch auch mehr Baumstämme als wie vorher, weil da viel mehr Holz rauskommt. Und auch das Gras schlagen geht schneller. Wir müssen ja sagen, das Gras fällen, weil es ja quasi als Baum zielt. Aber das wisst ihr ja mit Sicherheit alles schon. Die alle schon gesehen. So, jetzt soll I das am funktionieren. Ja. sleepy. No joke. No joke. Hoppala. So, dann brauchen wir nur noch was zu. Ja, das muss ich mal eben ändern. Ganz kurz. Und das brauchen wir jetzt nicht. Lass mal da. Bisschen was futtern. So, habe ich noch genug hier für die neue Fackel oder für den dritte? Müsste ich. Oh ne, habe ich nicht. Habe ich nicht? Habe ich nicht. Aber. Auch das ist alles kein Thema. Und das kurz mal holen. Ich werde aber vorsichtig mal auf dem Hammer umrüsten. Die nehme ich auch noch mit. Falls nämlich unsere liebe Spinne hier auftaucht. Liegt auch noch eine. Basteln wir uns noch mal eben schnell eine Fackel. 2 und 3, das habe ich da, das weiß ich. Nee, da nicht. Aber hier, einen davon. Basteln wir uns mal eben auf eine Schnelle. So. Zack. Zack. So, den Rest schmeißen wir wieder da rein. Das kann auch da rein. Thank you.
Splatters. Zwei. Weil ich. Jetzt mal eben ganz kurz was gucken. Reicht das? Reicht das? Achso, davon brauchen wir noch zwei. Da sind aber. Ne, da brauchen wir noch zwei. Ja, da haben wir nicht mehr so viel Platz. Aber. Egal. Eine Gasmaske dabei, falls wir dann den. Ganz kurz gucken. Jupp, haben wir. Ja, die Marienkäferrüstung habe ich auch schon. Also das ist eine mit der besten und härtesten Rüstung, die am meisten aushalten. Immer die Fall. Obwohl, nee, wir können mal speichern. Können mal speichern. Dann nochmal eben auf die Map gucken. Wo bin ich? Da bin ich. Jetzt ist fraglich, wo ist der? Das war die. Da liegt er. Wir werden das schon finden. Wir laufen einmal ein bisschen durch die Gegend. Und dann gucken wir mal. Sorry. Hier krabbelt doch schon wieder irgendwas. Die kleinen Mistviecher. Ja, komm her. Ja, wir sehen können, mit der Axt brauchen wir nur noch einen Schlag anstatt zwei oder dreimal. Der Wurm krabbelt durch den Stein. Ah ja. Okay. Jetzt frage ich mich wirklich, wo ist der Sumpf? Also da hinten hin. Da geht's zu den Dingsbär. Das wäre dann ja nicht richtig. Da geht's zum Laser. Laufen wir mal in die Richtung. Irgendwo hier liegt auch noch ein. Da soll hier ein Hotdog liegen. Den habe ich auch noch nicht gefunden. Da kann man sich nämlich. Was zu essen abbauen, ist er das? Nee, das ist er nicht. Ach, Rabenfedern. Warte mal kurz. Nerviges Viech. Wo hat er mir jetzt das Ding eben angezeigt? Er hat doch irgendwo gesagt, eben hier. Wo war das? Da ist noch eine Feder. Oh, ich bin schon wieder viel zu voll. Da habe ich sie gesehen.
ich vorher gar nicht gemacht, ich Trottel. Naja. Wir haben unsere Flasche mit. Wir haben hier unsere Flasche mit. Nee, ich muss mal eben auf die. Ich weiß gar nicht, wo der sein könnte. Die Cold Blood Burger Chip müssen wir auch noch finden. Wir laufen mal ein bisschen durch die Gegend. Wir werden schon irgendwie irgendwo irgendwas finden. Schon. Doch, hier war ich schon, ja. Jupp, jupp, hier war ich schon. Was haben wir da denn? Da war ich doch gerade, ne? Oder? Täuscht mich das? Ich will einfach mal gucken. Ja, hier war die Schaufel. Ja, ja, ja. Hier waren wir. Was ist da unten eigentlich drin? Warte mal. Da ist doch irgendwas verdeckt durch die. Ja, jetzt zeigt mich auch irgendwas an. Irgendwas soll hier, irgendwas ist hier. Das wollen wir gleich rausfinden. Das ist die blöde. Das ist hier im Weg. Das ist doch. Oh, ihr ernst jetzt? Dass das hier im Weg ist? Moment mal eben. Das nervt mich ja richtig. Lassen wir das mal raus. Mit ihm mal weg. Dann schmeißen wir die raus. Nimm die wieder mit. Let's see what's sneaking around here. Ja, auf geht's. Hülltour. Ich bin mal gespannt, was hier ist, ey. Wovon nichts allzu Schlimmes. Was haben wir denn da? Boah, 500 Punkte. Jawohl. I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. Dann werden wir hier gleich mal den Kram können wir unterwegs auch zusammensammeln. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking, expanding process. Kann ich hier nicht hinbauen? Echt nicht? Please bring up the readings for the irregular covalent SNPI. Ah, dann muss ich es draußen machen. Particle traces. That name is going to get tiresome. Hä? And while you're at it, rename all references to the irregular covalent SNPI 42Z particle 2. Raw science. Von wem bin ich jetzt gekommen? Raw science identified. Does it require cooking, flipping, or grilling? No, none of those. Categorization. Von da bin ich auch nicht gekommen, hä? Von wo bin ich jetzt gekommen? Also durchs Wasser bin ich nicht, das weiß ich. Dann muss es ja von hier sehen. Ja, von hier war das. Ich muss schnell den Marker aufstellen, weil wenn es hier unten nicht geht, hoffe ich, dass es hier draußen. Ziemlich veräppeln. Oh, ernsthaft? Warte mal, da ging es doch gerade. Komm ich da ran zum Bauen? Ja.
So, was sind wir denn da? Ich nehme mal das Ding. So. So, dann wollen wir mal. So viel. Ich komme mit den Fackeln aus. Wo waren die Steine jetzt? Wo ist mein zweiter Hammer? Da. Den müssen wir nämlich unbedingt auch mitnehmen, weil ich habe keinen Quarz mehr. Muss ich gleich im Inventarplatz räumen. Das ist alles nichts. Nützt alles nichts. Was schmeiß ich denn raus? Das kann weg. Das kann weg. Die können auch weg. Die finden wir unterwegs immer wieder. So, Quarz einsammeln. Alter, wie viele sind das? Schön, dass man hier im Dunkeln auch nicht sehen kann. Alles, das ist richtig. Komm her. Ich sehe dich so gerade eben noch. Ui. 1, 2, 3, 4, 5. Und da sind noch mehr. Oh, damit geht's auch. Ja, komm, nimm mal. Ja, komm. Junge! Das war aber nicht die feine Art. Ich wollte eigentlich Quarz haben und nicht euch. Aber egal, ein bisschen was kriege ich mit. Ein bisschen. Nein, euch wollte ich gar nicht. Obwohl doch, wenn ich Platz habe. Warum nicht? Wenn ich den Platz habe, nehme ich euch auch mit. Sehr froh. Kommerchen. Warte mal. Ich muss noch mal was ändern. Ich muss davon habe ich auch tausend Stück. Davon ein paar mitnehmen. Zeigt mir hier schon wieder irgendwas an, aber was? Hier ist doch nichts. Da ist doch nichts. Hier komme ich wieder raus. Nee, das will ich ja gar nicht. Wo bin ich denn? Naja. Bin wieder rein. Da hinten war ja noch Wasser.
blödes Viech, Alter. Hab ich mich erschrocken, Mann. Was ist denn hier? So, wo war das jetzt? Station war da auch irgendwo hier, ne? Ja, und hier war das Wasser. Bin ich alles täuscht? Oh, die Fackel geht auch unter Wasser, ne? Das ist... Was ist denn hier? Gib mir... Oh, ist das hier scheiße zu schwimmen. Ist hier noch irgendwas? Irgendwie ein Schiff. Oh, ich brauch Luft. Ja. Ja, ich mach schon so schnell ich kann. Gut, dass wir die mit haben. Wir müssen dann nochmal runter. Ich muss wissen, ob nur noch irgendwas ist. Ne. Hier ist nichts mehr. Oh, schnell wieder raus. Schnell wieder raus. So. Gut, das war das. Aber oh, ernsthaft. Ach, meine Güte. Die ist sowieso bald hinüber. Will ich aber nicht. So. Jetzt müssen wir mal eben wieder auf die Karte gucken. Da. Lauf mal in die Richtung. Wie spät ist das? Was ich mal meine Anzeige von Steam, von Twitch da oben im Weg habe. Ja. Ich bin doch bald duster. Ich laufe noch in die richtige Richtung. Aber ob das auch der Sumpf ist, den die meinen, das ist immer eine Frage. Aber hier gibt es mehrere, das weiß ich. War das schon ein kleiner Augenblick? Ganz kurz. Moment. Jetzt kannst du gerne. Komm her. Ja, komm her. Mach dich so oder so platt. Was willst du? Zwei auf einmal will ich eigentlich nicht. Aber ich sehe da gerade, da ist nämlich noch ein Labörchen. Und das habe ich noch nicht entdeckt. Ich will nicht gegen beide kämpfen. Also nicht zumindest nicht auf einmal.
Das schaffe ich nämlich, glaube ich, nicht. Komm her, komm. Komm hoch. Dann mache ich es halt so. Ja, auch recht. Das ist mir egal, wie ich dich bekämpfe. Bleib natürlich so oder so. Da. So, die Frage, ist es jetzt nur noch einer? Oder sind es mehrere? Laufen wir doch mal in die Richtung. Hier ist nichts, keine. Doch, da meine ich doch. Kann sagen. Prominent Practical Technologies Dr. Wendell Tully, Science Division, Log 87.08.31C. Today's Gluon trials were a complete failure. Apparatus destroyed, no useful test data. Perhaps Dr. Klein was right. Another year's research down the drain. I had felt so sure of it. I think I need success. But nothing is working. Not the gluon, nor the scabby, not even the confounded vacuum bags. But what if I revisited an older project? Sorry, geht gleich weiter. No, definitely not. Perhaps no. Wait, that's it. The shrink machine. Initial explorations had been promising before Hubert put the kibosh on it. I could set it up in the basement. If I showed that it worked, surely they could not argue with results. It's worth a try. What do I have to lose? Hat er fertig gesprochen? Ja, gut. Kann ich mich mal eben wieder... den Helm aufsetzen. Ich laufe schon wieder zurück. Das will ich gar nicht. Ich will in die Richtung. Es wird zwar dunkel, aber... kriegen wir schon irgendwie hin. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Was ist das? Ach, die schon wieder. Ach, nee. Oh, ich hab mich gar keinen Bock. Euch habe ich echt keinen Bock. Es ist immer noch fraglich, bin ich am richtigen Sumpf? Ist das der richtige? Nee, das kann nicht der richtige sein. Pilze sind eingezeichnet? Tatsächlich. Das kann nicht der richtige sein eigentlich. Spinnnetze sind hier auch Spinnen. Ich hoffe nur, dass das die anderen sind. Also sprich die Kreuzspinnen, weil die sind Pillepalle. Ne, das ist ja nicht. Das ist das. Ach, jetzt bin ich schon wieder hier am. Ich laufe da schon wieder in die falsche Richtung, ne?
Obwohl, warte mal, ist das nicht der große See? Wo ist denn der große See? Da ist die mysteriöse Maschine. Wo ist der? Mal, hier ist Robbie. Wieso ist die große Eiche nicht angezeichnet? Oak Lab, stimmt, hier ist das Labor. Dann ist hier auch die Eiche, dann ist hier auch der See. Das kann ja gar nicht sein. Weil da kriege ich die Früchte, die brauche ich aber nicht, die habe ich. Ah. Warte mal, machen wir mal anders. Da hinten hatte ich irgendwo ein Bett gebaut. So ein Schlafdingens halt. Da rennen wir mal eben hin. Vielleicht ist das auch doch. Müssen wir gucken. Man sieht das immer an dieser. Oh, sorry. An dieser Fahne, die man aufstellen muss. Soll ich sie mal aufwecken? So dunkel man sieht gar nichts, ey. So, kann ich schlafen? Nein. Natürlich nicht. Natürlich schlafe ich statt nicht. Zumindest noch nicht. Dann warten wir noch einen Augenblick. Okay, die Zeit im Auge behalten. Paar Minütchen noch. Schlafen. Need to recharge. Ja. Problem ist jetzt natürlich, nichts mehr zu trinken mit habe.
Dann machst du mal die Flagge aus. Solltest du gar nicht, aber naja. Du schmeckst essen kannst du. Hol dir rein. Can't waste food. Can't waste food. So. Muss halt mal den Hammer in die Hand nehmen. Da ist auch noch so ein scheiß Spuckkiefer. Also ich frage mich jetzt echt, ist das jetzt dieser gemeinte Sumpf oder ist er das nicht? Aber ich kann hier nirgendwo das Zeichen erkennen, dass ich hier irgendwann auf, dass ich diese Markierung aufstellen soll. Irgendwie nicht so wirklich. Und das was zu trinken. Sehr schön. Süße Ball. Oh, Spinne. Spinne, Spinne. Ja, wie ihr sehen könnt, da habe ich zugebaut. Und da hinten auch. Also hier drei Stellen, wo die Spinne mal zwischendurch gekrabbelt sind. Das habe ich dicht gemacht. Da kommen sie nicht mehr raus. Also die Seite vom anderen Zaun, im Grunde genommen Zaun, die kleinen Holzfilet dahinter, da ist es sicher, da kann keine Spinnen mehr krabbeln. Na, hast du mich gesehen? Achso, du kommst gar nicht in meine Richtung. Na gut, dann nicht. Selbst wenn, hätte ich auch kein Problem mit. Ah, jetzt muss natürlich in diesem blöden Sumpf finden. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Aber ich will auch nicht schummeln und bei Google gucken. Weil das ist der ganze Spaß weg. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Und dieser blöde Hotdog, den möchte ich auch noch finden. Der soll auch hier irgendwo sein. Da soll man nämlich ordentlich was zu essen abmachen können. Aber wir müssen eh erst nach Hause, ne? Weil wegen voll und so. Ja, dann rennen wir erst nach Hause und dann machen wir uns mal auf die Suche. Ja, ja. Weißt du, was denn da bist, du Stinkevieh? Mit der Spinne. Sollen sie machen. Sollen sie machen. Brauche mich da nicht drum kümmern. So. Dann packen wir den Kram erstmal weg hier. Sofern ich noch Platz finde dafür. Was habe ich denn da drin? Ne? Auf jeden Fall mehr Platz. So. Das kann weg. Warte mal, die Federn. Die waren noch hier, ne? Nehmen wir mal da hin. Ich glaube, ich muss noch einen zweiten Korb basteln. Vielleicht sollte ich auch eine Kiste hier hinstellen. Das wäre auch nicht so verkehrt. Die kriege ich dann noch unter. Die Steine nicht mehr, ja. Was brauche ich denn für eine zweite Kiste? Für die Kiste. 2, 4 und 4. Dann habe ich keine 4, ne? Doch. 4, was war das noch?
Zwei Kleeblätter. Nicht mehr. Nee. Vier von den Tropfen habe ich. Kleeblätter, ja, die können wir eben holen. Das ist kein Thema. Das ist ja kein Problem. Das ist kein Thema. Ja, wenn der eine oder andere fragt, warum Daisy momentan nicht kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, momentan habe ich nicht so den Bock da drauf. Könnt ihr natürlich trotzdem aufnehmen und das raushauen, aber wenn es keinen Spaß macht, wisst ihr selber, dann ist das sehr unsinnig. So. Dann haben wir hier auch schon mal eine Kiste. So, dann nehmen wir hier jetzt nämlich mal den ganzen Kram raus. Ja, schon voll. Räumen das mal eben hier rein. So, die können auch mit rein. Das kann da mit rein. Die Pilze können damit rüber. Das. Das. So, Smoothies muss ich mir noch basteln. Den muss ich auch nochmal Smoothie Mega machen. Den hatten wir. Hier, ne? 1, 4 und 5. 5. Wo habe ich denn unsere... Ja, da muss ich jetzt mal eben... Zuerst her. Uns mal ein paar Maden. Los. Komm. Sag mal. Sonst sind hier immer so viele. Jetzt sind hier gar keine. Doch, da. So. Jetzt brauchen wir noch eine. Die können wir zwischendurch einsammeln. Schluck trinken. Obwohl, wo ist denn die Flasche? Können wir eben auffüllen. Einnehmen. Ein Tropfen ist besser als gar keiner, ne? Können wir dann gleich mal gucken, wie viele Pfeile haben wir noch? 76, das sollte noch reichen. Das sollte noch reichen.
Mann, sonst krabbeln hier so viele von den Viechern rum. So, wenn man sie braucht, dann findet man sie nicht. Frechheit. Aber da können wir noch mal. Achso, das sind zwei... Ach ja. Zwei verschiedene. Na gut. Die waren wir mit. Welche in die Kiste packen. Die brauchen wir immer. Bricks sind immer zu gebrauchen. Komm, gib mir noch so einen blöden Kiefer hier. So eine blöde Larve, Mann. Kann nicht sein, dass hier keine mehr ist. Ernsthaft? Keine mehr? Auch nochmal mitnehmen. Immer gebrauchen. Wo ist noch da nicht auch wieder eine? Aber deswegen bin ich gar nicht unterwegs. Gibt's doch nicht. Hier eine, wo? Das ist nur das Ruhefleisch, das ist scheißegal. Das ist nicht so wichtig. So. Dann können wir jetzt ja... Habe ich davon welche? Ja, habe ich. Die wegpacken. So. Zack. So. Ach ja, das rohe Fleisch. Können wir gleich mal braten. Den Kram packen wir dahin. Damit rein. Halt, stopp, das brauche ich mal eben. Muss mal eben ein paar Sachen reparieren. So, ja, die geht auch nicht noch, ne? Aber egal. So. Also dafür brauche ich mir diesen. Kleber, ne? Was brauche ich dafür? Eine Werkbank habe ich auch nicht. Sollte ich mir auch nochmal hinstellen hier. Gar nicht so verkehrt. 4 und 2. 1, 2. Hier. Jetzt habe ich das Ganze genommen. Ah. So. Das kann da aber wieder rein. Das brauche ich nicht. Das muss da hinten rüber. So,
Was nicht so durchsortiert, aber egal. So. Wieder drei von. Jo, nicht, da muss ich noch mehr von sammeln. Ich brauche eh drei Grasplanken. Die habe ich hier unten. Eins, zwei, drei. So. Ganz kurz gucken, was brauche ich für den. Viermal. Das habe ich natürlich nicht hier, das habe ich zu Hause. Also, oh, Entschuldigung. In der anderen Base. Aber jetzt muss ich erstmal rumholzen. Ja, sorry, eigentlich wollten wir was anderes machen, ich weiß, aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschrieben, ne? Geht noch los, geht noch los. Das tun wir eben erst vorher. Weil die sind nämlich enorm wichtig. So, jetzt haben wir erstmal genug. Jetzt gleich noch die Smoothies bauen. Also herstellen. Wo will ich denn hin? Da will ich hin. So. Zack. So, siehst du mal. Die da rein. Die da mal hin. Die packe ich auch so mit rein. So. Die darüber, zack. Ach, wieder. Ach so, da haben wir auch noch siehst du mal. Mann! So. Schon mal einfach futtern. Nur meine Treppe in Ruhe. Spinnst wohl, wa? Pfeile hier runtergefallen.
zwei. So, da liegt noch eine. Da ist noch eine. Gib mir meinen Pfeil. Da. Lass mal gucken. Okay. Geht noch. Und selbst wenn sie die kaputt gemacht hätte, wäre auch nicht schlimm gewesen. Wir haben schließlich noch einen Aufgang hier, nicht? Alles gar kein Problem. Problem ist natürlich, jetzt ist natürlich wieder dunkel. Dann loszulaufen wäre natürlich blöde. Was? Noch eine? Oder war das eine Ameise? Ah, klar, Moment, das haben wir gleich. Nee, es war eine Ameise, alles klar. Okay. War nur eine Meise. Dann haben wir immer schon lecker hier. Das ist nämlich ganz gut bei der zweiten Axt. Da gibt es nämlich mehr Holz. Voll. Da liegen noch zwei Pfeile. Ich kann den neuen machen. Ach ja, das wollte ich auch noch gucken. Das mache ich gleich. Die beiden Holzstämme noch holen. Zack. Alle mitgenommen. Für die Ameisenrüstung brauche. Ja. Das wollen wir nicht sagen hier, ne? Das ist sie. So, Spinnkram kann auch rein. Gift. So. Genau, Ameisenrüstung wollte ich gucken. Die will ich nämlich auch noch bauen. Da muss ich hin. So. 1, 3, das haben wir da. Wie weit was haben wir hier? 8. 11. Den Kopf müssen wir noch identifizieren. Was kämpfen die da? Wem kämpft die da?
Mist, jetzt haut es natürlich ab. Ach, ich bin von der Ameise angegriffen. Alles klar. Ach so, siehst du, apropos Ameisen. Ach, ich habe gar keine Dings dabei. Gar keine Feder, beziehungsweise dieses Pusteblumengedönst. Aber ich brauche mal wieder ein paar. So, das reicht dann auch schon mal wieder. Da kann ich auch gleich welche von einsammeln. Haben wir noch ein paar hier liegen, ne? Das können wir mitnehmen. Hallo Ameise, ey, lass mein Blatt da liegen. Mensch! Alter, wollt ihr mich veräppeln? Die brauche ich. Die brauche ich. Das nicht. So. Oh, 120 Pfeile, das sollte reichen. Das sollte reichen. Ja, rein. So. Ja, jetzt müssen wir wieder warten, dass es Schlafenszeit wird. Ich könnte auch noch mal schnell... Richtig, gar nicht. So, warte mal, genau. Mal vor ihm schnell nachgucken. Nein. Drei und zwei, ja, siehst du, war ich doch. War mir nicht mehr ganz sicher. Es ist ein bisschen zu dunkel hier. Hä? So. Das Feuer brennt ja auch nicht ewig eigentlich, ne? Deswegen. Zack. So, kann man den Rest hier wegpacken. Nein, falsch. Schlafen gehen. So, und jetzt schnell, bevor das Fleisch vergammelt. So. Und mal schnell was zu trinken. Flasche. Wunderbar. Ja, auf geht's.
Boah. Ich war erschrocken. A little bit. A little bit. So. Hä? Was ist daran? Holzstämme. Ich meine, wenn sie schon umsonst liegt, ne? Ohne dass ich was dafür tun muss. Was ist mit meiner Stimme los? Mal hallo. Gehen die doch ganz schnell weg. Dann haben wir. Ich leg die mal hier oben hin. Ah, siehst du, jetzt ist die Sonne auch da. Prima. Wunderbar. Na, lass mich laufen hier. Nein, doch. Machen wir doch mal. Besser ist. Speichern. So, wo hatten wir vorhin jetzt dieses Dings gefunden? Wo war das? Was ist das? Hedge Ascent? War die da? Die habe ich jetzt natürlich gekennzeichnet, ne? Er sagt mir schon wieder, hier ist irgendwas, aber was? Das kann natürlich auch unterirdisch sein. Ist unmöglich. Alter, was ist denn das? Eine Hüpfburg. Okay. Dass das geht, habe ich auch nicht gewusst. Na dann. Ja, da waren wir jetzt ja drin. Auf jeden Fall. Nee, das ist ja falsch. Da ist auch die falsche Richtung. Der muss ja irgendwo sein. Der gute Hotdog. Sei denn, die haben ihn rausgepatcht. Das wäre natürlich doof. Was? Ach, ernsthaft. Dann komm. Solchen Blättern bin ich immer vorsichtig. Weil da hausen nämlich auch mal ganz gerne Wolfsspinnen unter. Kommt man da rauf? Sag mal, das muss da. Geht nicht. Schade. Wo bin ich jetzt eigentlich? Schon wieder in der falschen Richtung. Was ist die Richtung?
Also das Gerät, das ist doch völlig falsch. Ich laufe doch schon wieder in die falsche Richtung irgendwie. Super schwierig, hier ohne Kompass durchzulaufen, ey. Das muss ich ja mal sagen. Hier ist wieder der große Baumstamm. Daneben, würde ich sagen. Ihr nervt. Aber sowas von. Ich werde mal was ausprobieren. So. Irgendwie muss man darauf kommen. Ich springe nicht raufkommen. Werde ich mir einfach mal ein Treppchen bauen, beziehungsweise. So. So. Das mal eben hier hinlegen. Krass brauche ich. Krass, krass, krass. Ah, siehst du, da ist auch was. Ich brauche, falls ich mal runterfalle. Brauche ich aber noch. So. Ach. Ich wollte noch ein paar. Aber hier liegen ja noch welche. Nerv mich nicht. Also, geht doch. Alter, ist hier das Hauptzeckenlager oder was? Ich hatte jetzt gedacht, hier ist irgendwas Besonderes drauf, aber... Das sieht nicht so aus. Das Labor da unten hatte ich schon.
Boah, Junge, Junge. Ist aber auch ganz schön hoch hier. Boah. Nicht, du sollst nicht springen, bist du denn doof? Ein schöner Ausblick von hier oben. Jetzt hatte ich gedacht, dass man vielleicht von hier den Hotdog irgendwie sehen kann, aber irgendwie nicht. Aber vielleicht haben die ihn doch rausgepatcht. Ich weiß das nicht. Weil von dem konnte man sich nämlich ohne Ende zu essen holen. Aber also entweder kann ich ihn nicht sehen. Nee. Wir werden ihn schon noch finden. Hier muss er irgendwo im Garten sein. Speicher nochmal. Alter, wie viele sind denn hier? Weil mich stört im Grunde genommen ja nicht so wirklich, aber hier kann ich hochlaufen auch auf jeden Fall. Nein! Ach shit, ich muss den ja auch erst anlegen, ich Trottel. Brauche ich ein Ding? Jetzt. Das kann weg. Ach komm, die können auch weg. So. Shit. Mich doch nicht. Noch mehr? Von wo? Wie soll man da rankommen? Da ist dieser komische Kopf. Tatsächlich von hier. Da ist der Kopf. Ist das vielleicht das, was sie meinten? Hm. Probieren wir es aus. Dann wissen wir es. Nee, auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Da krabbelt ein großes Viech. Was ist das? Oh, das war die Wolfsspinne. Tatsache. Oder? Jupp. Das ist die Wolfsspinne. Fackeln habe ich noch eine. Ein bisschen. Das nicht toll. Was ist die denn so aggro? Da hinten ist das Holz brennt.
Alter, wie viele sind denn hier von diesen Viechern? Spinne. Aha. Interessant, interessant. I've had worse, I guess. That tastes really good. Noch mehr Spinnen. Mann! Nerv mich doch. Oh, was haben wir denn da? Ist das alles? Oh, Mann! Safety first. Ja. Mehr ist hier nicht. Ah. Ah. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, ne, das mache ich noch nicht. Im Bogen gerne, aber nicht Nahkampf. Habe ich ausprobiert. Funktioniert zwar, aber... Das ist... keine gute Idee. Wo willst du? Oh. Komm mal bitte weiter mit hierher. Bleib doch mal. Ich habe keinen Platz mehr. Hier habe ich keinen Platz mehr. Oh. Weg. Was ist das? Was war das denn bitte? Ein Frosch? Wie geil ist das? Was war denn das für ein Geräusch gerade, Alter? Ist das vielleicht die Stelle, die ich finden sollte? Ist nur fraglich, wie komme ich da rauf? Oh! Ob ihr nervt fliegen? Ja, da hinten muss ich die Flagge aufbauen. Geil! Ich hab's gefunden. Mein Inventar ist wieder voll. Och, leck mich doch an die Füße. Komm, leck damit. Ja, aber wie komme ich da jetzt rauf?
So kommt man darauf. Hydration is the key to performance. Crafting. Ach, brauche ich ja gar nicht. Ich brauche nur die Sachen dafür. Und jetzt, wo ich weiß, wo man drauf kommt, ist das ja kein Problem. So ist mein Inventar schon wieder voll. Das kann weg. Alter, nerven die Fliegen oder nerven die Fliegen? Ernsthaft. Na egal. Nicht so schlimm. Sag mal, können wir das jetzt? Gehen wir die ganze Zeit. So. Siehst du wohl. Dann. So. Dann hätten wir das auch gefunden. Sehr schön. Die ist eh fast runtergebrannt. Brauchen wir nicht. Ja, dann würde ich sagen, schlagen wir es mal nach Hause durch, ne? Das wird zu dunkel, dann mache ich natürlich spätestens. Ich sehe das schon wieder nicht, weil mein Ding ist da oben im Weg ist. Dann müssen wir uns beeilen. Dann müssen wir uns beeilen. So, den Sumpf haben wir gefunden. Hier war... die Bio der andere. Speicher voll ist halt immer. Sicher ist sicher. Ja, dann schlagen wir uns das nach Hause durch. Diesen blöden Hotdog, den suchen wir dann das nächste Mal. Ach, Viecher nervt mich nicht. Komm her, können wir den auf den Kopf kriegen? So, tschüss. Mann. Das ist ja nervig. Ja, den Hotdog suchen wir das nächste Mal. Ne? Irgendwo muss der hier sein. Werden wir schon finden, den Viech.
So. Ja, und somit sind wir wieder an der Hauptbasis. Sehr schön. That tastes really good. So, nochmal den Kram wegbringen hier eben. Ein bisschen da rein. Das dahin, wo haben wir denn? Nehmen wir auch damit hin. Die mit drin. Irgendwo hatte ich die doch mit. Ne, da ist der ganze Kram drin. Dann packen wir die auch da mit rein. Den hauen wir schnell auf den Grill. Wie viele Steine habe ich hier eigentlich noch? Ne? Auch nur noch 10 von den vom Quarz. Auch nicht mehr so viel. Da hinten an der zweiten Basis noch 10 Stück vom Quarz. Ja, das ist nicht mehr viel. Das nicht mehr viel. Den können wir auch drauf lassen. Obwohl, ach so, warte mal, habe ich denn. Ach nee. Hätte ich auch dahin machen können. Na egal. Ja, den Hotdog suchen wir das nächste Mal. Den haben wir doch relativ viel geschafft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Wann weiß ich noch. Oh, Entschuldigung. Wann weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal gucken. Ist immer je nachdem, wie ich Lust habe und Zeit habe. Aber ich sage auf jeden Fall recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und recht herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und auch auf YouTube recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis denne und wie immer, ciao, ciao.